Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin euer Ferobo und ja, wir sind hier gerade in der Kalia wieder unterwegs. Ich hatte ja gesagt, eigentlich letzte Folge, ich gucke mich hier ein bisschen um, aber war ich noch gar nicht, weil ich mir einfach dachte, ich nehme euch einfach mal diesmal mit, weil ich habe mich informiert. Das Dumme ist einfach nur, wenn man einmal da anschreien, den markiere ich mir mal so. Mit einem Totenkopf-Ding, genau. Und hier irgendwo in die Richtung sollte auch noch einer sein. Wir sind hier und wir müssen hier hin. Also ein bisschen weiter so. So, passt okay, dann laufen wir direkt auf. So gut. Ja, und zwar die ganzen Rüstungen wegen Hitzeresistenz oder Wärmeresistenz und so weiter, ne? Weißt du, wo wir die herkriegen? In den jeweiligen Städten. Ernsthaft, ja. Ich muss also irgendwie durch das Gebiet kommen, ohne zu sterben, und eine Stadt kannst du dann kaufen. Das jeweilige Set habe ich jetzt herausgefunden. Ich habe einfach mal ein bisschen gegoogelt, was ich machen wollte. Eigentlich wollte ich auch noch ein bisschen hier wegen Skroxam gucken, weil ich laufe jetzt hier schon wieder rum und habe schon wieder. Bin dann schon wieder an zwei Stück vorbeigelaufen, die ich noch nicht gemacht habe. Hier müsste hier irgendwo so was sein. Da haben wir ihn, da. Hier den Blätterhaufen. Ich drücke falsch die ganze Zeit, ey. Wird ihm noch hier irgendwo ein Schwert da. Müssen wir das einfach wegmachen, so, und zack, haben wir ein Seed gefunden, und den anderen können wir noch eben schnell machen, glaube ich. Okay, ihr seht auch noch ein bisschen, ach, jetzt habe ich ihn gar nicht auf seinen Kopf fallen lassen, ich bin so ein Dummkopf. Und der andere war nämlich hier, oben, da. Gehen wir da mal eben schnell. Wir haben ja jetzt die Kletterstiefel an, oder? Können wir mal gucken, sind wir gegen Nässe jetzt gerüstet? Natürlich hat es jetzt genau auf zu regnen, wo es nachkontrollieren will. Man ist sicher. Und hier sind wir die ganzen Blümchen. Oh. Stirb, du alle Fledermaus. Warum brennst du einfach? Ne? Nur doof halt, dass jetzt ne, doch nicht. Steck doch mal den Bogen weg, Mann. Jetzt zündest du ja alles an. Link. So, hier müssen wir mich einfach durch die richtigen Reihenfolge laufen. Wo sind die Dreier? Wo ist die Drei? Hier drin versteckt. Da, hier drin versteckt. Seht ihr mal. Und die Pilzen waren nochmal hier mit. Die Zitterlinge. 4 und dann 5. Und das war's schon. Wer hat manche. Samen sind relativ einfach, muss man sagen, aber es gibt auch genug, die richtig schwer sind. Muss man sagen. So, gut, dann haben wir den auch und wir wollten weiter in die Richtung latschen. Denn hier war nämlich irgendwo ein See und da ist ein Schrein. Der See ist wahrscheinlich da. Okay, diese komischen engen Klofts. Lalala. Aber noch ein paar. Egal. Alles wieder auf eine Weide und natürlich sind auch wieder hier böse Gegner unterwegs. Na, ich hasse. Okay, hat man schon gesehen. So, zu kurz. Okay, jetzt da runter. Also, ich kann direkt aufsteigen wieder. Ernsthaft? Stirb, du Drecksvieh. Hier. Ich geb dir mit meinem Schwert. Digga. Hier einfach nicht. Ich kann so, stirb, oh, danke. Mein Gott, ey. So, okay, ich will vielleicht nicht das Schwert die ganze Zeit verwenden. So, den haben wir jetzt aufgescheucht. Komm, vor allem aus welcher Distanz die einen sehen. Das ist nicht auch krass. So. Haben ihm sogar noch einen Headshot gegeben. Oh. Wollte sagen, ich müsste doch tot sein, ne? Ja. Gut. Ich mag diese Elementarwaffen, muss ich gestehen. Warte mal, wie weit nehmen wir jetzt das Pferd hier mal? Nein, ich hab. Ich will meine. Ich will absteigen. Also, ich würde gerne eine Lanze wieder mitnehmen. Und dann jetzt. Was heißt denn, reiten wir mit dem immer hier? Achso, da hab ich mir Ausdauer, okay. Hey, dann registrieren wir uns endlich mal ein Pferd. Schneller, Pferdchen, schneller.
Ich wollte gerade fragen, haben wir jetzt irgendwie gerade irgendwie einen Wächter am Hals oder so? Weil jetzt komisch diese Musik kam. Oh. Können auch irgendwie springen. Hey. Wir müssen damit hin. Zügeln ist irgendwie gerade bei mir rechter Stick. Nein, du sollst den Schild registriert haben, mein Gott. So. Wo muss ich den jetzt hinbringen? Oh, hätte ich das mal gewusst. Okay, jetzt geht doch so. Wie kann ich den jetzt registrieren? Oder wo sehe ich das? Das wüsste ich gerne mal. Warte mal, wenn ich den jetzt einfach hier so abstelle. Die Rede? Habe ich dich denn registriert? Willkommen im Stall. Wenn du ein Wildfang verfangen hast, kannst du es hier registrieren. Falls du mir nach möchtest, okay, also registrieren. Sehr gern. Bitte prüf nochmal einmal, ob das Pferd hier richtig fertig ist. Zuneigung Max. Oh, das ging aber schnell. Stärke, Tempo, ruhig. Ja, will ich. Vielen Dank. Wegen Singer haben wir eine Gebühr von 20 Rubin. Aber Sattel und zum Zeug sind inklusive. Okay, dann hau mal rein. Wir nennen das Pferd. Ups. So, nennen wir das Pferd Fiona. Hä? Ich hab dir den Namen eingegeben. Soll ich den nochmal bestätigen oder hat? Ja, bitte gib den Namen 50 mal ein, damit du den bestätigen kannst. So, jetzt. Ah. Ja, bitte. Die Beziehung ist abgeschlossen. Möchtest du gleich weiterreisen? Abgeben will es. Dankeschön. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, falls du und dein Pferd unterwegs getrennt werdet, pfeif einfach, dann wird dein Pferd zu dir kommen. Alles klar. Wenn dein Pferd allerdings zu weit weg ist, kannst du dich nicht hören. Ergibt Sinn. Ich müsste eigentlich immer was wieder kochen, ne? Wir nehmen mal hier ein bisschen was in die Hand. So. Machen wir eben ein bisschen Kochunterricht. Kochstunde meine ich natürlich. So in die Hand. Wo haben wir denn hier Kältezeug? Schleischling, Rüstling. Und hier was gegen Kälte, Ausdauer, Schwertbarsch. Wo haben wir denn hier Ausdauer? Kältezeug. Schleichglöckchen. Das ist der Rüstgas, das war das. Bin ich gerade irgendwie ein bisschen blind. Die Frostmühle will ich jetzt nicht da reinballern. Die haben wir nur einmal. Schwertling. Wir haben das Eisding. Aber im Essen ist das ungenießbar. Ah, das muss auch für die Prinzessin initiieren. Da ist für Rüstungsupgrades ganz gut. Dafür brauchen wir ihn eher gesagt. Frostkraut. Heilpflanze, große. Ein Hitzeschutz. Dann bist du wahrscheinlich ein Kälteschutz, oder? Okay, dann nehmen wir dich einmal rein. So. Ich muss jetzt mal hier alles durchsuchen, bis ich was finde. Jawohl, gegen Kälte, wunderbar. In die Hand nehmen. Shit, kann ich wieder. Ich hätte gerne noch eins zurücklegen. Geht das auch? Nein, geht natürlich nicht. Ach man. So, ach, hier hätte ich auch was, ne? Gegen. Stimmt, ob der Chilis. Stepp. Ich habe da die Chilis immer benutzt. So, dann machen wir so und so. So. Wunderbar. So, jetzt kochen wir nochmal eben schnell was gegen die Hitze. Ach ja, ich habe übrigens letztens so eine Sternstuppe gefunden. Was die genau macht, weiß ich nicht. Und ich habe 4 Reaktorkerne. Okay, gut. Wir brauchen aber eigentlich
Ich habe auch ein 3 pro Rüstungsteil, also 9 Stück bräuchten wir eigentlich, glaube ich. Hitzeffekt, so. Zack. Gegen die Hitze. An die Hand nehmen. Wo bist du jetzt zu Ding? Da bist du jetzt zu Ding. Zack. So. In die Hand nehmen. Obwohl ich kann eigentlich auch einen größeren nehmen. Ne? Tun wir mal 2 rein, dann gucken wir, ob wir da den Effekt mit verlängern. Würde mich mal interessieren. Okay, machen wir den Effekt einfach länger. Gut, wunderbar. Essen zu haben wir eigentlich noch genug, oder? Ja, okay, wir haben ein bisschen Rüstung und so, aber ist ja egal. Ausdauer ist auch, passt schon alles, gut. Wunderbar, wunderbar. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir uns bestimmt schon mal für den nächsten Bereich gewappnet. So, jetzt gehe ich mal hier hin. Denn ich wollte ja eigentlich die Quelle machen. Die Quelle, den Schrein, mein Gott. Rede ich hier von Quellen? Ich überlege gerade, ich frage mich gerade, ich glaube, es gibt sogar noch eine weitere Feenquelle, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, es gibt 4 Stück, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wenn es 3 nur 3 sind, ist es auch okay, aber weil halt eben, wenn ich in der Feenquelle bin, kann ich das eigentlich jetzt mal zeigen. Geht das jetzt hier noch? Ne, guck mal, wenn ich in der Feenquelle bin, dann auf Verbessern gehe, beziehungsweise auf die Rüstungszelle, dann steht da noch eine weitere Stufe halt. Deswegen gehe ich davon aus, dass man die noch weiter upgraden kann. Das wäre echt hart. Das wäre echt zu viel. Aber wir gucken uns mal hier um. Ich sollte vielleicht öfters mein Pferd benutzen. Kann das Pferd eigentlich sterben? Das wäre noch eine Frage, die ich mir stelle. So, den Schrein machen wir uns auch noch später auf. Da habe ich euch wieder ein bisschen was gezeigt. Hier ist relativ kalt, warum auch immer. So, warum reagiert eigentlich meine... Okay, scheint eine Feenquelle zu sein. Ja, hier ist natürlich eine Feenquelle. Lol. Ja, ach nee, das ist keine Feenquelle, das ist die Statue. Aber eigentlich sollte hier ein Schrein sein. Ach, ich soll dir das darbieten wahrscheinlich. Okay. Oh, hier ist eine Erinnerung. Das ist ja cool. Erinnern wir uns mal. Ich mag die Musik, oh, die ist so schön. Die Prinzessin ist auserwählt. Sie besitzt die Kraft, die Verheerung Ganon zu versiegeln. Es ist eine heilige Kraft, die durch Gebete erweckt wird. Das wurde mir immer wieder gesagt. Und trotzdem. Meine Mutter, sie konnte diese Macht spüren. Meine Großmutter konnte sie hören. Die Stimmen der Geister. Wieso sieht die so schwanger aus? Ich hingegen spüre und höre nichts. Vater hat mir oft vorgeworfen, dass es meine Schuld ist, weil ich zu viel Zeit mit Forschen verbringe. Aber seit ich denken kann, verbringe ich jeden Tag Stunden mit Gebeten. Ich besuche heilige Orte wie diesen hier, einen nach dem anderen. Und doch hat sich die heilige Kraft nie in mir gezeigt. Bitte sag mir, was ist es, das mir fehlt? Liebe, Zelda. Liebe. Entschuldigung, ich muss einfach mal Double Dot Zitat reinhauen. Cool, dann haben wir uns erinnert. Erinnerung pur. So, und hier soll irgendwo noch ein Stein rumliegen, den wir auch heben können. Und da ist ein kleiner, wahrscheinlich hier oben, ja. Ist ein kleiner Freund zu Hause. Den wir. Ah, guck mal, da haben wir ihn doch. Den wollen wir haben. Aha, noch einen. Du hast mich entdeckt. Jawohl, habe ich. So, und. Batsch. Das muss ich mal tun, eigentlich.
Immer schön die Teile drauf. Was ist eigentlich hier? Das ist irgendwie eine Höhle oder so? Ein Höhlensystem? Kommen wir hier hin? Da kann man einfach durchgehen, lol. Okay. Hier sind jede Menge Wächter. Richtig viele. Aber hey. Wir haben Wächterpfeile. Wir haben Anti-Wächterpfeile. So. Alter, wie sind denn hier? Ach, hier kommt auch noch. Ist auch noch. Okay. Ah, das hasse ich. Link, kletter nur, wenn ich die Klettertaste drücke. Mein Gott. So. Ich habe schon wieder so wenig Pfeile. Ah, den habe ich getötet. Ah, komm, dann krieg ich ein paar Pfeile geschenkt. Und erledigt. So, noch ein Pfeil. Noch ein Holzpfeil. Krieg ich wenigstens ein paar Pfeile geschenkt. Ist auch schön. Ich hab einen Bogen, was ich noch inzwischen. Oh, oh, Fledermaus. Ist da nur eine? Oder mehrere? Das ist auch nur eine. Oh nein, sie verbrennt mein Zeug. Na, dann machen wir irgendwie. Oh, mein Feuer hat aufgehört zu brennen. Nein, hör auf. Alles hier niederzubrennen. So, jetzt rüsten wir eben die Pfeile aus. So. Snacken uns das Zeug hier. Wir warten auf, dass wir manchmal von so einem Wächter entdeckt werden. Weil ich würde gerne die alten Teile von ihnen sammeln. Hallo? Beachtet mich einfach nicht. Bin ich jetzt voll gemein. Ich werde für mich gemobbt. Hallo? Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Du siehst mich nicht? Jetzt aber bitte. Ich habe verschossen, ernsthaft? Oh mein Gott. Ja, so sieht das aus, wenn man jede Menge Geld für den Arsch rauswirft. Geilo, Matiko, wo bist du? Da bist du. Ja, hallo. Hallo, liebe. Liebes Ding, hallo. Hier. Knapp. Ich warte, ich bin jetzt echt auf Nummer sicher, lieber. Bevor ich hier nochmal irgendwie was Geldmäßiges verschwende. Das ist ja reines Geld, was wir hier verballern. So. Was ist da? Ist hier irgendwas Besonderes eigentlich an diesem Ort? Dass hier so viele von den Wächtern rumhängen? Frage ich mich. Können wir eben den Hammer ausrüsten und hier ein paar Steine kloppen? So, meins. Und dann gibt es ein paar Ressourcen. Zap, und so vier und Feuerstand, schön. Aber es erklärt immer noch diesen hohen Aufwand an Wächtern. Hast du nicht vier gesagt, gibt's hier? Komm. Ich gehe auf Nummer sicher jetzt mit den Schüssen. Ich habe einen gefeilt. Das war mir zu viel schon. Haben wir jetzt hier alle echt gekillt? Hab ich mich gerade echt verzählt gehabt, ich hab drei. Ich hab vier. Aber scheinbar schon. Was ist denn hier? Ist hier irgendwas? Schauen wir mal auf der Karte. Ah, schön, dass sich meine Karte wieder zurückgesetzt hat. Nein, ja gut, hier könnte man das schon noch. Gibt es in den Rändern zwei? Oh, ich stehe, glaube ich, gerade an einem. Ja. Da oben gibt es einen anscheinend. Ein Kroxam. Ah, das ist ein Rätsel. Okay, dann machen wir das Rätsel eben noch. Wir haben ja Zeit. So. Aber ist schon mal so. Gut, da waren es nur drei. Statt meinen angezählten vier. Ups. Man kann sich auch mal verzählen, ne? Ah, da haben wir das Rätsel. Okay. Machen wir da ein Magnetding. So. Müssen aber eigentlich zwei sein. Ich müsste hier noch einer drauf.
Ne? Hä? Die sind... Hä? Bin ich gerade wie behindert im Kopf? Ach so, oh. Da hat den gehabt, tops. Ich hab ihn einfach voll vertan. Ja, wir haben es geschafft. Gut, dann auf der anderen Seite haben wir noch eine von dieser komischen Schlucht. Wenn man noch einen zieht, das ist auch nochmal ein Rätsel. Ja, cool. Dann wäre einfach direkt nochmal ein Rätsel. Schauen wir doch mal, was wir da so finden werden. Hi, hier? Nee, ein weiter. Aber ist hier... Findet man hier echt nichts? Gar nichts? Ach, ist es schön, so viel Ausdauer zu haben, ne? Okay, muss irgendwo da sein. Und dann gucken wir mal, ob wir den Schrein da finden. Vielleicht können wir der Statue ja auch beten. Dann können wir da direkt upgraden. Wir haben ja so viel Rüstung. So viele Punkte. Mein Gott, was erzählt der Fury hier wieder? Wo ist das? Was ist das Ding? Ah, da. Ja, laufen wir erstmal hier hoch. Ich habe schon das Rätselslösung gesehen. Ich würde gerne da schon hier runtergehen. Danke. So, dann kommst du mich hier in die Mitte rein. Wenn ich mal reinkriegen würden. Geh da rein. Gehst du jetzt da rein? Wie will ich da reingehen? Jetzt, danke. Schwierige daran ist, das Loch zu treffen. Ja. Und sag ich als Mann, oh Mann. So, 45 Punkte haben wir jetzt, 45 Samen haben wir jetzt wieder. Heißt, wir können auch mal wieder bis upgraden. Unsere Waffentaschen. Ah, wir können so viel machen. Hui, flieg, Link, flieg. Ich mag es mit dem Gleiter umzukusen. Hui. Mich hat es immer noch nicht erschlossen, warum hier so viele Wächter waren. Das hat sich mir persönlich immer noch nicht erschlossen, aber hey. Gut, was soll man machen, ne? So, dann gucken wir jetzt, ob wir hier irgendwie den Schrein aktiviert noch kriegen. So, Quelle der Kraft. Ah. Vielleicht muss ich hier mit meinem Schwert hin. Hallo? Beten. Willkommen an meiner Quelle. Bring der Quelle die eine Schuppe des purpurroten Geistes Eldra da. Wenn ihr seid. Okay, ich muss den purpuren Drachen Eldra finden. Alles klar. Gut, und jetzt will ich eigentlich wieder hoch. Ja, sollte ich auch können. Verbrauche ich eigentlich den Gausdauer? Also, ganz ehrlich, irgendwie. Ich glaube, wir springen ein bisschen höher. Kann das sein? Weißt du, was mir jetzt so aufgefallen ist? Jetzt glaube ich ein bisschen höher springen. Na, aber wir kommen echt gut voran, so gut. Dann laufen wir mal in die Richtung. Denn wir wollten ja eigentlich ne, uns die schöne Gegend angucken. Da sind schon wieder Gegner. Egal. Die sollen mal Wildschweine jagen, nicht mich. So, hier haben wir auch wieder was. Haben die mich jetzt auch gesehen? Ne, schau mal, nicht gut. Ja, lauf du mal, Wildschwein. Lasst euch Wildschweine mal jagen. Nicht immer ich. So, und hier soll was drin sein. Tatsache, da ist was drin. Guck mal da. Plöpp. Und den Seed haben wir bekommen. Ja, haha. Guck mal, haben wir. Wie viel Seeds wir allein jetzt hier in der Folge gemacht haben wieder. Krass. Krieg ich meinen Fall sogar wieder? Gib meinen Fall sogar wieder, Alter. Warum? Oh, ich hasse Leune. Warum muss man die hier finden? Und der hat mich ernsthaft gesehen. Aus der Distanz. Du Drecksvieh. Ich glaube aber, Leune konnte man auch mit der antiken Fallen besiegen, oder?
Wir probieren es einfach mal aus. Ich hatte ja gespeichert gehabt, ne? Ja, ja. Warum bleibt er an so einer Kante hängen und stellt einfach auf? Weißt du, ich will mich hier anschleichen und so, aber. Nö, ja, Link macht einfach nö. Darfst du nicht. Ernsthaft? Das war jetzt der. Hat er den Link das da gelassen? Nö, ne, gedroppt hat er auch nichts. Aber er ist futsch. Ernsthaft? Komm her, Junge. Was willst du, ein scheiß Pisswolf von mir? Blöder Wolf, ey. Gefrorenes Edelwild, oh. Durch Kälte steinhart geworden. Gefrorenes Edelwild füllt ein wenig dein Herz auf und kühlt den Körper, sodass du Wüstnütze trotzen kannst, oh. Ein selbstgemachtes Abkühlungsding, cool. Ja, hey, wir haben eine Leune besiegt. Ist auch mal was, oder? So, hier soll nämlich noch, hier soll noch ein Seed irgendwo sein. Wahrscheinlich oben drauf. Ja, hier irgendwo drauf soll einer sein. Ach du Scheiße, was sind das hier für Berge? Ich sehe schon, komm, dass ich wieder einkaufen gehen kann. Und zwar antike Pfeile. Wir haben jetzt, wie viele antike Pfeile haben wir jetzt noch? 7. Ich habe 20 gekauft gehabt, ne? Ja gut, einen haben wir verschossen. Seht mal, was ich alles verballert habe schon. Bisschen, wogegen ich alles schon gekämpft habe. Ich habe zum Beispiel an dem einen Turm habe ich alle gemacht, weil ich ja dachte, dass ich immer von so einem Flugvieh den Reaktorkern bekomme. Deswegen habe ich die erstmal am Anfang gejagt gehabt. Wenn ich die Rüstung kriege, war leider nicht so. Leider, leider. Ich glaube, irgendwie war es doch nicht korrekt. Hä? Ach so, oh. Das ist einfach nur ein Luftballon. Lol. Okay, gut. Ja, ich hab dich gefunden, ja. So, und dann kommen wir zu dem Lake. Und da ist auch wieder sogar ein böses Monster. Das kann man noch besiegen. Der Lake ist aber echt ganz schön hochgelegen. Jetzt die Frage, ist das Monster hier unten drin? Ich vermute mal. Und hier sind natürlich auch wieder ein paar Gegner. Aber die sollten wir eigentlich locker easy hinkriegen. Schade. Oh. Ich muss mal eben warten, bis mein Effekt wieder da ist. Oh, oh cool. Mit der Waffe ist er einfach one-hit. Lol. So ein Opfer. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich muss echt nach hier oben. Shit. Naja, das Schrein. Der Schrein, okay, wir müssen nach oben. Ja gut, das wusste ich halt nicht. Sah anders aus. Was hier einfach viel Kluften gibt. Ach, guck mal da. Haben es welche getarnt. Warum die auch immer erst so spät aufploppen. Ja, ich wäre eigentlich theoretisch durch die durchgerannt und die werden jetzt danach aufgeploppt. Na ja, egal. So, wollen wir noch eben den bösen Boss hier machen. Soll ja hier irgendwo sein. Du hast dich mal ein anderes Schwert aus, glaube ich. Dann nehmen wir das hier. So, wo haben wir ihn denn? Ah, da kommt, der liegt da schon. Speichern wir mal. Ah, ich glaube, das ist einer von den Böseren. Ah ja, ist einer von den Bösen. Kann ich den eigentlich auch einstasen? Ja, den kann ich auch einstasen, nice. Achso, das ist nur eine Pflanze. Ich dachte gerade, was ist da? Ah, guck mal, der hat sogar Panzerschutz. Ja, weg, Link. Ach du Scheiße. Ach stimmt, das war der, der so viel Schaden macht. I remember. Das sind die, das ist einer, der so viel Schaden macht. Warte. Gut. Ah, den hab ich schon getroffen, nice. Okay.
So. Oh, da habe ich sogar seinen Kopf getroffen. Dann klaue ich mir einfach mal eine neue Waffe. Von ihm. Schön. Na. Und da haben wir ihn. Sehr schön. Ah, sitte mal. Gut gemacht von mir. Das ist wirklich einer der meisten Schaden macht. Dann kriegen wir jede Menge Fußnägel von ihnen. Und Grilledelgeflügel. Und ganz viel Goldfleisch kriegen die, haben die immer dabei. Komischerweise, ich weiß auch nicht warum. So, dann, ja, dann schmeißen wir dich mal eben weg, weil wir dich schon benutzt haben. Nehmen den mit. Und hier haben wir noch eine Maxi-Rübe. Große Maxi-Rübe sogar. Cool. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann klettern wir hoch und machen den Schrein wahrscheinlich. Oder gucken uns erstmal mal, wo halt dieser Monsterladen ist. Das ist auch interessant. Also, haut rein. Ciao, ciao.